Die Angst zu sterben hat die 58-jährige Krebspatientin Ingrid dazu bewegt, sich neben der schulmedizinischen Behandlung neue Wege zu suchen, die ihr Kraft spenden. Ich habe Speiseröhrenkrebs, habe Chemo gehabt, dann also bin operiert worden. Nach der Operation hatte ich wieder Chemo, einen Chemoblock. Und ab der Operation ist es für mich beschwerlich geworden. Man muss sich dann selber fragen, wenn der Körper immer schwächer wird und du dann zu den banalsten Dingen Hilfe benötigst, wo will ich hin? Und ich habe immer gesagt, meine Lebenszeit soll nicht vorbei sein. Ich will nicht. Ich mag nicht, ich will nicht. Und es muss noch was geben. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, du, ich schaue jetzt und wir müssen was finden. Die Palliativpatientin zeigt einen enormen Überlebenswillen und sucht neben der Schulmedizin nach neuen Optionen. Heilen muss man schon, also ich sage immer, heilen ist da oben. Heilen muss man sich selber, aber es gibt gute Wegbegleiter. Die Suche nach alternativen Heilmethoden führt Ingrid zum Heilermedium Thomas Graser. Mit seiner Methode soll die Krankheit auf der geistigen Ebene geheilt werden. Die Behandlungen helfen Ingrid dabei, sich stetig besser zu fühlen. Derzeit bin ich mit einem guten Gefühl hier. Ich habe es stets gehabt, Kontrolle und kann Gutes berichten. Ich habe die Befunde mit, wenn Sie reinschwimmen möchten. Bei mir ist eigentlich, ich bin jetzt metastasenfrei von den Knochen her. Ich habe Scintigraphie, also die Lunge ist frei, ist nichts mehr. Speiseröhre schaut gut aus und Luftröhre, da habe ich noch Lymphknoten, also außen. Es ist um einige Luftröhre, es sind aber auch schon kleiner geworden. Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Bin sehr glücklich, sehr zufrieden. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es geht was weiter. Es ist so, dass ich meine Sinne gelernt habe zu nutzen, also wieder so zu nutzen, wie es uns eigentlich in die Wiege gelegt worden ist. Ich gehe nach der Antlitzdiagnose, ich sehe sehr viel, habe gelernt, den Körper zu lesen, auch den Menschen zu lesen. Und wenn ich damit anstehe, bekomme ich Informationen durch meinen Geistführer, durch die geistige Welt, beziehungsweise kann man es auch so nennen, durch meine Intuition. Ich habe auch gelernt, total auf meine Stimme, also auf meine innere Stimme, auf meine Intuition, auf mein höheres Selbst zu hören. Ja? Und das trifft immer ins Schwarze. Der Geistheiler ist davon überzeugt, die inneren Kräfte seiner Klienten aktivieren zu können. Die Sehnsucht nach einer ganzheitlichen Heilung hat die Krebspatientin Ingrid neben ihrer schulmedizinischen Therapie zum Geistheiler Thomas Graser geführt. Laut einer Studie des Linzer Market-Instituts glauben in Österreich mehr Menschen an Esoterik als an Gott. Sie können jetzt an einen wunderschönen Moment in Ihrem Leben zurückdenken oder an grünem Herzen, das überlasse ich Ihnen. Ich erlaube der Liebe in meinem Herzen, jeden Teil meines Körpers zu reinigen und zu heilen. Freude strömt durch mich. Aller Druck löst sich auf. Liebe entspannt und löst alles auf, was ohne Frieden und Freiheit ist. Ich lebe in Liebe und in Freude, in Anerkennung und Frieden. Ich liebe und akzeptiere mich. Dadurch entsteht das Bestmögliche für mich. Meine Liebe heilt auch schmerzvolle Erinnerungen in meinem Körper. Ich kann es mir nicht erklären, indem dass ich so realistisch, ich denke selber viel darüber nach, so ein realistischer Mensch bin. Ich merke nur, es tut mir gut und er versetzt mich irgendwie in einen Alpha-Zustand. Der Körper ist nur der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Ja? Und keine Krankheit fällt vom Himmel. Kein Symptom geschieht einfach so, sondern ich übertrete die Gesetzmäßigkeiten des Gesundseins. Und da muss ich hinschauen. Es ist immer alles höher, schneller, weiter. Die Menschen werden immer schnelllebiger. Keiner schaut mehr auf sich. Ja, und deswegen muss der Körper sagen, hey, jetzt muss ich dir mal wehtun, sozusagen. Ja, ich bring dich mal ins Leid, sonst hörst du nicht auf mich. Ja, und wenn man das den Menschen auch so bewusst macht und ihnen sagt, wo es herkommt, wie gesagt, das kann zu tun haben mit einem Konflikt, mit einem traumatischen Erlebnis, mit einem Unfall, mit einem Tod, ja, dann kann man das lösen.
Aber wichtig ist die Erkenntnis, dass der Mensch weiß, wo es herkommt und was er verändern soll im Leben. Eine Studie der Universität Yale zeigt, dass bis zu 88% der Krebspatienten komplementäre Therapien als ein Element ihrer Behandlung anwenden. Als alleinige Heilmethode erhöht das jedoch die Mortalität. Jetzt bitte ein kräftiges Gelb vorstellen, also einmal Leber- und Gallenbereich aktivieren. Und versuchen Sie sich mal auch vielleicht eine Leber oder Ihre Leber vorzustellen und die strahlt in einem gelben Licht und so kleine Pünktchen, die drauf sind, verschwinden durch das gelbe Licht. Und die Leber strahlt nur in dem reinen Gelb. Ich bin selbst nur Kanal und übermittle diese Energie, die dann eben die Selbstheilungskräfte meines Gegenübers aktiviert. So, die Augen bitte wieder öffnen. Es kann nicht sein, dass Ihnen ein bisschen schwummrig ist, weil wieder mehr Sauerstoff durch den Körper kommt. Ja. Wenn Sie sich bitte langsam dann mal aufrichten. Ja. Wunderbar. Das ist wirklich ein Flash-Effekt. Also man glaubt es nicht oder man schaut oder man sagt zuerst, es ist Zufall. Und dann geht man, dann versucht man und dann merkt man, hoppala, es ist ein Ergebnis, es hat Bestand. Ja. Man lernt auch mit dem umzugehen und man lernt es zu akzeptieren. Das Unerklärbare hat den Geistheiler Thomas Graser bereits als Kind fasziniert. Zu seiner Berufung als Geistheiler findet der 39-Jährige erst nach einigen Stationen in seinem Leben. Der Niederösterreicher möchte seine Medialität an Menschen weitergeben und hat eine Ausbildung zum Geistheiler gemacht. Als Kanal für das Göttliche bietet er seinen Kunden bei jeglichen Beschwerden seine Unterstützung an. Ich sehe sehr viel am Körper, ja, am Klienten oder am Patienten, wo eine Mangelerscheinung auftauchen könnte, sei es organisch, wie auch immer. Und wenn ich anstehe mit meinem Menschlichen, dann bekomme ich noch, ich sage immer von meinem höheren Selbst, von meiner Intuition, Bilder rein, Informationen oder auch durch die geistige Führung sozusagen, ja, wo ich noch hinschauen soll, worauf ich noch ansprechen soll. Ja. Und dann durch die Behandlung kann man das dann lösen. Im Leid lernt der Mensch. Ja. Ich vergleiche es immer so mit einer Warnleuchte beim Auto. Wenn beim Auto eine Warnleuchte aufleuchtet, wechselt man nicht die Warnleuchte, sondern man versucht, ja, die Ursache zu beheben. Die 25-jährige Simone zählt zu Thomas Grasers Stammkunden. Alle 3 Monate lässt sie sich ihre Rückenschmerzen behandeln. Relativ schnell fällt die Büroangestellte in eine Art Trancezustand, der zur Heilung beitragen soll. Entspannt und wird sozusagen von jemandem, ja, aus der geistigen Welt geführt, ja, von einem Geistführer. Und wir Menschen würden die Person oder den Körper ansonsten verletzen. Das heißt, das sind Bewegungen, das könnte jetzt stundenlang noch so weitergehen, wo anscheinend, also bin da noch auch beim Rausfinden, also mit einem wissenschaftlichen Programm, ja, bin auch noch beim Rausfinden, was genau in weiterer Folge passiert. Wir können davon ausgehen, dass die Person dann munter werden wird und total entspannt ist und alle Gelenke, alle Verspannungen weg sind. Die Methode der Geistheilung erzeugt bei Simone einen Trancezustand. Während einer einstündigen Behandlung sollen die Verspannungen im Körper gelöst werden. Das ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, ich werde jetzt da irgendwie besetzt oder es schlüpft was in meinen Körper. Nein, sondern man wird gelenkt. Es dürften Impulse sein, ja, die man bekommt und nach denen bewegt man sich dann. Ja. Und die führen einem sozusagen in die richtigen Bewegungen, dass man danach, ja, ohne Schmerzen wieder wach wird oder mit Erkenntnissen. So. Du kannst dann wieder zu dir kommen.
Na, wie geht's? Ja, total gut. Erleichtert das Gefühl. Und total leicht. Und voll entspannt. Sehr schön. Ich versuche jetzt mal aufzustehen. Ja, dann freue ich mich für dich. Und aber Vorsicht, ich will irgendwie nicht. Es ist so angenehm. Ich versuch's. Schön langsam. Ja. Du warst ja sehr im Geistigen. Jetzt musst du wieder dich mehr erden oder ins Erdige einfühlen, genau sozusagen. Das ist extrem schwer. Ja, aber du bist voll entspannt anscheinend. Schau mal. Dreh dich mal auf die Seite. Geht's? Ja, geht schon. Ja, weil du vermutlich so extreme Übungen da irgendwie gemacht hast, ist es vermutlich total. Ja, also ich fühle mich total leicht und es ist, ich kann es nicht beschreiben, ich, keine Ahnung, es ist total leicht und ein total positives Gefühl, ja, das ich habe. Es kann man nicht beschreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht alles ganz mitbekommen. Ich habe gewusst, ich bin auf den Sessel gesessen. Aber wie, was, wann genau passiert ist, ist mir nicht klar. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwann kurz realisiert, ich bin am Boden gelegen. Aber das war's auch. Ansonsten habe ich nicht viel wahrgenommen jetzt von der Außenwelt. Ich fühle mich total erleichtert. Ich habe Energie gespürt. Und ja, einfach viel, viel besser vom Gefühl her. Wie ein neuer Mensch. Total positiv. Unbeschreiblich.